Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Gloria. Gloria ist nicht der richtige Name, aber ich möchte diese Aufnahmen, diese Beratungsvideos anonym behandeln. Liebe Gloria, ich grüße dich. Ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Als erstes möchte ich mich bedanken an dein Anvertrauen und du hast keine bestimmten Fragen gestellt, sondern beschrieben, dass die letzten 2 Jahre sehr schwierig für dich waren. Dazu muss ich erwähnen, du hast Aszendent Schütze und du bist auch im Tierkreiszeichen Schütze geboren. Und wie du selbst festgestellt hast, gerade läuft der Planet Saturn im Tierkreiszeichen Schütze und diese Schwierigkeiten kann natürlich auch dieser Saturn-Transit ausgelöst haben und da muss ich dir recht geben. Aber wir schauen das gesamte Horoskop an und ich beginne das. Das Leben ist in eine ständige Bewegung. Es gibt immer wieder Veränderungen. Und so ist es auch in unserem Leben. Es bleibt nichts stehen, sondern wir selbst verändern wir uns auch. Und wir machen auch Entwicklungen, Schritte in unserem Leben. Und diese Schritte hat auch eine Bedeutung. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Schütze ist in Osthorizont aufgestiegen. Und das hat dir beschenkt mit einem Energiefeld, ich könnte sagen, wie ein Kostüm in dein Theater, in dein Leben und mit diesem Kostüm spielst du deine Hauptrolle. Aber wie ich schon sagte, das bleibt nicht stehen, sondern wir bewegen uns, machen wir Schritte in unserem Leben. Und das sind die Lebensabschnitte. Und bei dir beginnt gerade ein neuer Lebensabschnitt. Und das ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und weil das jetzt gerade beginnt, heißt es, in die kommenden 7 Jahren, also etwa 7 Jahren, bist du in einem Energiefeld, also in diesem Boden, bewegst du dich dann, Tierkreiszeichen Löwe, und das hat für dich persönlich eine Bedeutung. Das heißt, du wirst nie so sein wie die Löwengeborenen, aber man kann lernen etwas von Tierkreiszeichen Löwe. Versuch dich in diesem Zeit im Mittelpunkt stellen oder dich im Glanz zu bringen, ein selbstbewusstes Auftreten, sei von dir selbst überzeugt und brauchst gerade eine königliche, majestätische Auftreten. Du brauchst gerade diesen Glanz. Und diesem Prozess, dieser Wechsel, diese Veränderung, diese Wandlung, das ist vielleicht die richtige Worte dazu, in dieser Wandlung befindest du dich in die nächste Zeit. Dich im Glanz zu bringen, da hast du eine Lernaufgabe. Und dazu muss ich beschreiben, wo dein Sonne befindet, weil Sonne symbolisiert das Selbst. Und das ist ein bisschen in Schattenseite, ein bisschen versteckt. Astrologisch sagt man im 12. Haus. Das zu verstehen, versuche ich, das näher zu bringen. In diesem Augenblick, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze aufgestiegen in Osthorizont wie ein Sonnenaufgang. Aber ein bisschen früher, könnte man sagen, so 1 Stunde früher, ist die Sonne schon aufgestiegen. Das heißt, du bist kurz nach
Sonnenaufgang geboren. Die Sonne war ein bisschen früher als dein Geburt. Das heißt, wo die Sonnenaufgang war, du warst noch im Mutterleib. Und das ist dieser Schwangerschaftsprozess. Das heißt, deine Sonne befindet sich immer noch, mal symbolisch gesehen, wie im Mutterleib und wartet darauf, geboren zu werden, und das wäre deine zweite Geburt. Das passiert aber nicht im Krankenhaus und dazu brauchst auch nicht die Mama nicht, sondern das ist deine Aufgabe, deine Sonne rauszuholen von diesem Hintergrund, von dieser Schattenseite. Und es passt ganz gut für diesen Prozess, wo du dich gerade bewegst, in dir Kreiszeichen Löwe, versuchen dein Selbst, deine Sonne, daraus zu holen, und es wäre für dich wie eine zweite Geburt, und bringst es im Mittelpunkt, im Glanz. Und das ist mal eine Lernaufgabe, das ist nicht nur, weil die Sonne im 12. Haus ist, wo auch sehr viele Vorteile hat, weil du forschst nach den Geheimnissen oder bist spirituell oder erkennst die tiefen Geheimnisse des Lebens oder hast einen Blick hinter den Kulissen. Also das hat auch sehr viele, viele Vorteile auch, wenn die Sonne im 12. Haus ist. Aber man sollte die Sonne höher steigen lassen, weil dieser Bereich, wenn die Sonne in diesem Bereich bewegt, 12. Haus, das heißt, es kurz nach dem Sonnenaufgang. Aber die Sonne soll ein bisschen höher steigen und erreichen die Mitte, wie die Mittagssonne. Und in dieser Wandlung befindest du dich, das heißt, dein Selbst etwas steigern, im Glanz zu bringen, im Höhepunkt bringen. Und das passt ganz genau zu diesem Lebensabschnitt, weil das ist so typisch Löwe. Und das über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht auch die Sonne. Also das ist die Thema Sonne oder das Selbst oder das Selbstbild. Und in diesem Prozess befindest du dich. Dazu kommt noch ein Einfluss in dein Geburtshoroskop, dass mit diesem Prozess deine Sonne steigern, etwas im geboren werden, im Glanz zu bringen, im Vorschein zu bringen, da hast du einen Saturn-Einfluss in dein Geburtshoroskop. Das heißt, hier hast du eine Lernaufgabe. Dieser Saturn-Einfluss bremst dich nicht, weil das ist eine schöne Verbindung. Deine Sonne im Tierkreiszeichen Schütze und die Saturn in dein Geburtshoroskop im Tierkreiszeichen Widder ist in eine sehr schöne Verbindung. Verbindet sich Schütze mit Widder. Und das ist zwei Feuerelement. Die Schütze gehört zu Feuerelement und Widder gehört auch zu Feuerelement. Also die Verbindung ist sehr schön. Die Kraft, die Begeisterung, die Mut, die Lebenskraft auch. Also mutig zu sein, dich im Glanz zu bringen. Und da hast du eine Lernaufgabe. Die Einfluss von Saturn in dein Geburtshoroskop ist vorteilhaft. Das heißt, Saturn unterstützt dich dabei. Aber da gibt es auch ein Problem. Nämlich, du bist nicht vertraut mit dem Tierkreiszeichen Widder, weil hier befindet sich dein aufsteigender Mondknoten. Um das zu verstehen, versuche ich das auch etwas näher zu bringen. Was ist dieser aufsteigende Mondknoten? Es gibt zwei Mondknoten. Einmal gibt es diesen aufsteigende Mondknoten bei dir im Tierkreiszeichen Widder. Und dann gibt es gegenüber ein absteigende Mondknoten und es ist im Tierkreiszeichen Waage. Und diese beiden Knoten, das sind kein Himmelsobjekte, sondern zwei Schnittpunkte im Himmel. Und diese beiden Knoten
sind die karmischen Knoten. Die absteigende Mondknoten, wie die indischen Astrologen beschreibende Drachenschwanz, befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Waage. Und es bedeutet, dass die alten, wir gehen jetzt in die Karma. Ich möchte das nicht jetzt vergleichen mit Religionen und nur bleiben wir im astrologischen Ebene. Und da sind eher die indischen Astrologen vertraut, weil sie glauben an Wiedergeburt und die glauben an Karma und wir bleiben in dieser Ebene. Also ich möchte jetzt nichts Religiöses beeinflussen oder beschreiben. Also nur im astrologischen Ebene. Das bedeutet, dieser Drachenschwanz oder diese absteigende Mondknoten bei deinem Horoskop im Tierkreiszeichen Waage beschreibt das gesamte karmischen Erfahrungen. Das kann auch mehreren Leben sein, was du schon erlebt hast auf die Erde. Und es ist wie ein Rucksack, all diese Erlebnisse, Erfahrungen hast von früher gesammelt. Und das beschreibt die Tierkreiszeichen Waage. Natürlich, da sind viele Schätze zum Entdecken, wie Kunst, Schönheit, Kreativität, Harmonie und Liebe und Gerechtigkeit. All das ist für dich lebensnotwendig. In diesem Bereich bist du sehr vertraut. Natürlich, bei die Waage gehört auch Partnerschaft dazu. Und in diesen Lebensbereichen hast du eine ganz, ganz große Sammlung von Erfahrungen. Und die positive Seite von diesen Erlebnissen sollst du bewahren, wie Kunst oder Harmonie oder Gerechtigkeit oder Kreativität. Das sind deine Talente, deine Fähigkeiten, was du ganz gut nützen kannst, auch in diesem Leben. Gegenüber die Löwe ist für dich ein Neuland. Das heißt, wir Menschen, wir alle tragen die ganze Tierkreiszeichen an uns. Aber es gibt ein Tierkreiszeichen, wo wir nicht vertraut sind. Weil da kennen wir uns noch nicht aus. Und das, was wir hier und jetzt in diesem Leben lernen. Und für dich ist dieses Neuland, ist die Tierkreiszeichen wieder. Und wenn du ein bisschen beschäftigst mit den Wiedereigenschaften, dann kommt ein Ausgleich, ein karmischen Ausgleich. Und was gehört zu Wiedereigenschaften? Mutig zu sein, begeistert sein von etwas Neues. Wenn etwas oder Veränderungen, keine Angst vor Veränderungen, sondern schnelle Entscheidungen treffen und auf diese Begeisterung hören. Also Neuanfang, das bedeutet definitiv Neuanfang, keine Angst vor Neuanfang. Und versuche mal vielleicht in diesem Bereich vertraut zu sein, bei das, was du lernst. Und wenn da ein etwas zulässt, wie deine Ängste zu verlieren, wenn es um Veränderungen geht, oder wenn dich etwas begeistert, dann nicht zögern, sondern schnell spontane Entscheidungen treffen, in bestimmte Situationen auch mutig zu sein. Oder ganz typisch auch für die wieder ich bin's, mit Tierkreiszeichen wieder beginnt das astrologische Jahr, weil das ist der Frühlingspunkt. Und das ist astrologisch, hat ein Symbol für erste Haus. Das bedeutet, ich bin, also mit mir selbst bewusst zu sein. All diese Eigenschaften sind für dich
ein Neuland. Und wenn du etwas von Erkenntnisse gewinnst von diesen Eigenschaften, dann schaffst du dieses karmische Gleichgewicht. Das heißt, dann hast du deine karmische Aufgabe und schaffst dieses inneren Gleichgewicht. Und natürlich von Vergangenheit, von Tierkreiszeichen Waage, die absteigenden Mondknoten, kannst du vieles, vieles auch nützen, weil da sind auch Schätze verborgen, da sind deine Talente. Und so hast du das Gleichgewicht. Und diese Tierkreiszeichen wieder, diese Wiedereigenschaft, mit dir selbst bewusst zu sein, mutig zu sein, spontane Entscheidungen treffen. Wenn dich etwas begeistert, das auch mal wagen, also brauchst diesen Mut, aber auch aktiv zu sein und kein Hin und Her und Überlegung und nochmal Überlegung, sondern mal spontan zu sein. Das hilft dir, stärker zu wirken im Leben, hilft dir für dein Selbstbild. Dann der nächste Schritt ist, dein Selbst auch mal im Mittelpunkt zu sein. Da braucht man natürlich auch Mut. Und das bringst du im Glanz. Und das ist die karmische Aufgabe. Das ist dieser Prozess, was bei dir jetzt beginnt. Und so holst du deine Sonne vom 12. Haus raus. Und es ist für dich wie eine zweite Geburt. Dass du gerade diese Themen hast, was ich nicht näher weiß, was für Themen sie sind, nur wie du das geschrieben hast, dass die letzten 2 Jahre sehr schwierig für dich waren. Gerade diese Lernaufgabe möchte dich Saturn erziehen. Dieser Planet Saturn ist nicht dafür da, uns zu bestrafen, sondern dieser Planet Saturn kümmert um uns. Und Saturn ist auch die Hüter der Karma und hier hast du eine karmische Aufgabe, selbst zu sein, mutig zu sein, Kraft zu zeigen, überzeugend wirken, in den Mittelpunkt stellen. Und all diese Aufgaben möchte dich Saturn belehren. Und in diesem Prozess oder dieser Transit nennt man das, dieser Einfluss von der Saturnbewegung hat begonnen im 19. September 2015. Da ist Saturn im Tierkreiszeichen Schütze eingetreten und dauert bis 21. Dezember 2017. Also in diesem Zeitraum nicht nur du, sondern alle Schützengeborenen und alle, die Aszendent Schützen haben, haben einen Saturn-Einfluss in diesem Zeitraum. Ich wiederhole die Daten von 19. September 2015 bis 21. Dezember 2017. Wenn dich etwas vertraut bist mit Astrologie, dann weißt du sicherlich, dass Saturn ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann auch eine Bremse sein, kann auch sein, dass etwas von der Vergangenheit noch da ist. Entweder kehrt jemand von Vergangenheit zurück oder kommen alte Erinnerungen oder wiederholt sich etwas von der Vergangenheit. Und das kann natürlich auch ein Einfluss sein gerade. Saturn ist noch rückläufig bis 26. August 2017. Und ab 26. August 2017 dreht sich Saturn und ändert sich die Richtung und wird direktläufig. Und diese Wende, diese Richtungsänderung hat für dich, aber alle Schützengeborenen, eine Bedeutung. Da dreht sich etwas und bewegt sich alles vorwärts. Aber dieser Saturn versuche trotz allem positiv betrachten, weil
Saturn versucht, etwas in Ordnung zu bringen, sorgt für Sicherheit, für Stabilität und belehrt uns auch. Und in dieser Zeit, auch wenn das mit Schicksalsschlägen verbunden sind, hast mit Sicherheit sehr viel gelernt auch. Und bei dir persönlich hatte das etwas mit deinem alten Karma zu tun und da eine gewisse karmische Aufgabe hast, zudem Selbstfindung, was für dich, wie ich schon sagte, wie eine zweite Geburt ist. Dann interessant ist noch zum Erwähnen, dass du stark Schütze betont bist. Erstes Mal, weil du im Tierkreis einen Schütze geboren bist, dann auch, weil du Aszendent Schütze hast. Man sagt auch, du bist Doppelschütze. Und die absteigende Mondknoten, das heißt, wo du vertraut bist, von den alten Karma her, befindet sich im Schützehaus. Und es ist astrologisch das neunte Haus, die Weite, die Ausland, die Reisen. Insgesamt kann ich sagen, die alte Karma spielte sich ab im Ausland, bei Großreisen. Das kann auch Studium sein oder die großen Zusammenhänge, das Leben zu erkennen, also ein höheres Studium natürlich, aber immerhin auch Ausland und viel Reisen. In diesem Bereich spielte dein Leben an, in Vergangenheit, in alten Karma. Weil da befindet sich dein absteigender Mondknoten. Dazu kommt noch die starke Schütze-Einfluss, weil du Aszendent Schütze hast und Sonne auch im Schütze. Also nicht nur von dem alten Karma her, sondern von deiner Geburt her auch wieder die Neigung, in den Weg zu gehen. Und wo befindet sich die aufsteigende Mondknoten, das neue Land, was man entdecken sollte? Und wie die indischen Astrologen sagen, das ist die Drachenkopf, die absteigende Mondknoten ist die Drachenschwanz und die aufsteigende Mondknoten ist die Drachenkopf. Also dein Drachenkopf, das Neuland im Tierkreiszeichen Widder, befindet sich gegenüber von vor großen Reisen und Ausland, befindet sich im Inland, im kleinen Reisen, in vertrauter Umgebung. Und es wartet, entdeckt zu werden. Und da sind die Schätze verborgen. Wenn du da die Schätze entdeckt hast, in diesem Neuland, und das mit großer Begeisterung, das wäre so Wiedereigenschaft, dann werdest du sehen, dass es vieles Neues gibt in dein Leben, öffnet deinen Augen. Also versuch im Inland oder in deiner vertrauten Umgebung mehr bewegen, das mal zu entdecken. Und in diesem vertrauten Umgebung jede Ecke anschauen und alles mit Begeisterung wahrzunehmen, mal hier, mal dort, überall gibt es was zum Entdecken, das sind die Zwillingseigenschaften. Das heißt, deine neue karmische Erfahrungen ist im Tierkreiszeichen Widder. Das ist die Tierkreiszeichen, was dir fehlt. Und wenn du das bisschen drauf einlässt, dann bist du voll, kann man sagen, dann ist die ganze 12 Tierkreiszeichen wie so vollständig. Der Kreis schließt sich. Aber der Bereich, dieses dritte Haus, wo sich das alles abspielt, das ist ein Zwillingshaus. Und dann habe ich geschaut, wo befindet sich in deinem Geburtshoroskop der Zwilling.
Das ist genau gegenüber von deinem Aszendent. Das heißt, wenn du in diesem karmischen Aufgabe bewusst bist und mit Begeisterung deine vertraute Umgebung entdeckst, jede Ecke und jede Straße, mit Luft, mit Leichtigkeit und mit großem Begeisterung, dann ist auch der Weg zur Partnerschaft. Weil die Tierkreiszeichen Zwilling als solches in deinem Geburtshoroskop befindet sich im Deszendent. Und die Deszendent ist die Spiegel, die Ergänzung zu Aszendent. Die Aszendent ist das Ich bin's, ich bin geboren, das ist der Moment, wo du geboren bist. Und in diesem Moment steigt ein Tierkreiszeichen im Osthorizont auf, und das ist die Tierkreiszeichen Schütze bei dir, das ist dein Aszendent. Und im selben Moment geht ein Tierkreiszeichen im Westhorizont unten, und das ist das Du. Das ist die Seelenpartner. Und das, was widerspiegelt, weil sie halten die Gleichgewicht. Und das, diese Partner, ist für dich im Tierkreiszeichen Zwilling. Also hast, wenn du partnerschaftliche Themen hast, hast einen Bezug zu Tierkreiszeichen Zwilling. Und der Ort, wo du das alles findest, oder wenn das bestehende Partnerschaft ist, dann ist es auch hilfreich zu beherzigen, die Bewegung, die kleinen Reisen, die Verwandtschaft zu besuchen oder Nachbarschaft oder die vertraute Umgebung zu bewegen. Entweder findest du einen Seelenpartner in diesem Umfeld oder für die bestehende Partnerschaft hilft diese Bewegung, weil das befreit, befreit, gibt Luft. Begeisterung und Luft. Dann schauen wir weiter. Dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Gehen wir näher ein auf die Mondposition. Mond symbolisiert erstes Mal die Mutter, der Mutterbild. Aber Mond ist auch unserem Gefühlen, unseren Emotionen oder das Unbewusste. Es ist nichts Negatives, trotzdem muss ich erwähnen, dass Mond fühlt sich nicht wohl im Tierkreiszeichen Jungfrau. Warum? Weil die Jungfrau wird vom Merkur beherrscht und es ist der Verstand. Und im Tierkreiszeichen Jungfrau kommt es analytischen, kritischen Verstand. Und wenn man versucht, die Gefühle verstehen und das auch noch analysieren, das kann eine gewisse Spannung erzeugen. Das Gefühl fließt nicht richtig. Das heißt, die Mondenergie fühlt sich nicht wohl im Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich mache aber eine Ausnahme, eine große Ausnahme. Die Menschen, die Psychologen sind oder Therapeuten sind oder beruflich mit menschlichen Gefühlen arbeiten, das ist eine hervorragende Position im Horoskop Mond im Jungfrau, weil dann können die Gefühle analysieren, untersuchen, Gedanken machen, ordnen. Dann ist das ein großer, großer Vorteil. Aber im eigenen Leben kann ein Hindernis sein, wenn das versucht, man immer verstehen. Die Gefühle muss nicht immer verstehen, sondern das einfach geschehen lassen. Dazu ist noch, dass dein Mond in dein Geburtshoroskop, hat die Mond eine Position,
eine Bewegung von Vollmond bis Neumond. Also das war eine abnehmende Mondphase in deiner Geburt, wo etwa in die Mitte befindet. Also nochmal, von Vollmond bis Neumond bewegt sich der Mond in dein Geburtshoroskop. Also eine abnehmende Mondphase und die Hälfte Strecke befindet sich. Und diese Hälfte Strecke ist Halbmond. Es ist zwar nicht exakt Halbmond, weil die Mond schon einen Schritt weiter bewegt, aber immerhin noch in diesem Bereich. Das bedeutet, du bist in eine abnehmende Mondphase im Halbmond geboren. Obwohl, es ist nicht mehr die exakte Halbmondposition, weil die Mond hat sich von dieser Position entfernt, das heißt 4 Grad weiter gewandert von dem exakten Halbmond. Aber mal untersuchen wir das auch. Ein Halbmond bedeutet, dass Sonne, Mond und Erde in Verbindung steht und bildet sich ein Dreieck. In deinem Geburtshoroskop befindet sich die Sonne im Schütze in ein Feuerelement. Dein Mond, dein Halbmond, befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau in Erdeelement. Und unser Planet Erde befindet sich im Zwilling. Ja, jetzt bin ich bisschen die Faden verloren. Also, Entschuldigung, nochmal. Also, Sonne befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Schütze. Das ist Feuerelement. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau und das ist Erdeelement. Und unserem Planet Erde ist bewegt in dein Geburtsmoment im Tierkreiszeichen Zwilling und es ist Luftelement. Und hier bei dieser Verbindung, weil Sonne, Mond und Erde haben eine Verbindung zueinander, verbinden sich 3 Tierkreiszeichen und 3 verschiedenen Elementen. Da verbindet sich die Schütze, da verbindet sich Zwilling und verbindet sich Jungfrau. Die 3 Elemente sind Feuer, das ist die Schütze, Zwilling Luft und Jungfrau ist Erde. Und dieser Dreieck, und das ist immer bei Vollmond, bei Halbmond so, erzeugt eine gewisse Spannung. Und die Spannung entsteht mit dem Elementenverteilung. Das heißt, die Feuer ist die Begeisterung, die Bewegung, die Luft gibt die Luft dazu und gegenüber liegt die Schütze mit Zwilling. Das ist ein gewisser Ausgleich notwendig, aber die Jungfrau stört ein bisschen. Weil dieser Erdeelement ist zu viel Erde für die Luft, geht die Luft aus. Und zu viel Erde für die Feuer, das löscht die Feuer aus. Eine gewisse Spannung. Es braucht eine harmonisierende Energie. Etwas fehlt. Und was fehlt hier? Das Element Wasser. Und diese fehlenden Element Wasser, das sind die Gefühle. Und versuch, alles in dein Leben mindestmal, bis das in Harmonie kommt, in die nächste Zeit, mit Gefühlen wahrnehmen. Und du brauchst es gar nicht verstehen, vor allem auch nicht analysieren, einfach geschehen lassen, fließen lassen. Dein Vorteil ist, dass dein Mond verlässt schon diese Spannung in dein Geburtshoroskop,
Weil dein Mond hat schon 4 Grad von diesem exakten Halbmondposition entfernt. Auf dich bezogen bedeutet es, wenn du das Gefühl hast, da ist Spannung da, es geht nichts voran, man fühlt sich ausgebrannt, man bekommt keine Luft, da hast du diese Kraft, weitere Schritte zu machen. Gehst weiter. Und es ist diese 4 Grad, was ausmacht im Horoskop. Das heißt, die Mond hat schon 4 Grad weiter bewegt. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Das heißt, in solchen schwierigen Situationen im Leben lässt dir nicht die Kopf hängen, sondern du machst Schritte. Du entfernst dich davon oder findest Lösung oder setzt du etwas in Bewegung. Und das ist mal sehr gut, weil das ist mal eine Verbesserung, aber trotzdem darauf achten auf die fehlende Element Wasser, weil das ist die harmonisierende Energie, es fehlt, das bringt alles im Gleichgewicht. Und wenn du vielleicht im Allgemeinen oder eine bestimmte Situation, wo Spannung da ist, versuch das mit Gefühlen wahrnehmen. Das ist das für dich immer ein Vorteil. Ich habe im Horoskop angeschaut, wie ist bei dir die Wasserelementen? Dazu gehören 3 Tierkreiszeichen. Das sind die Krebs, das sind die Skorpion und das sind die Tierkreiszeichen Fischen. Also schauen wir mal die Tierkreiszeichen Skorpion in dein Geburtshoroskop. Die Tierkreiszeichen Skorpion befindet sich bei dir im 11. Haus. Das ist die Lebensbereiche dieser Häuser. Das sind Freundschaften, Bekanntschaften, Gruppen von Menschen mit gleichgesinnten Menschen, Verein oder eine Partei. Aber es ist auch Glück und Hoffnung. Und in diesem Bereich, in diesem Lebensbereich hast du Neptun und das ist die Intuition und Inspiration. Sehr schön bestrahlt. Da hast du Merkur. Das ist die Gespräche, die Sprache, auch sehr schön bestrahlt. Das heißt, das ist dein Vorteil, dein Talent. Lass dich mit der Sprache inspirieren, weil da liegt dein Glück. Aber dazu brauchst du das Wasser, die Gefühle. Also lass deinen Gefühlen fließen, weil das bringt dir Glück. Und zurück zu dieser Halbmondposition, das würde dir einen inneren Harmonie geben in dein Leben. Also die Skorpion im 11. Haus mit Neptun und Merkur ist sehr schön. Da hast du überhaupt keine Spannung drin. Dann habe ich geschaut, die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zu Wasserelement. Dann mal schauen, wie kann das harmonisieren und ausgleichen dieser Halbmond. In Tierkreiszeichen Fischen befindet sich Chiron rückläufig, hat mit Vergangenheit, mit Karma was zu tun. Und das vielleicht auch ein bisschen näher bringen, was ist dieser Chiron und was löst aus im Horoskop. Chiron zeigt uns an in unserem Horoskop, was uns schwächt, was uns kränkt. Das kann auch Krankheit sein, aber all das in unserem Leben, was uns belastet, schwächt oder kränkt. Und diese Rückläufigkeit von Chiron zeigt, das ist, hängt mit der Vergangenheit was zu tun. Also hast etwas in Vergangenheit oder vielleicht karmisch, was dich kränkt ein bisschen. Und hier, Chiron ist nicht nur der Punkt, wo unsere Schwäche zeigt oder all das, was uns kränkt, sondern Chiron ist gleichzeitig die Heilung. Also hier braucht man eine gewisse Heilung und die Heilung findest du im Tierkreiszeichen Fischen. Interessant ist auch, wo dein Chiron befindet in deinem Geburtshoroskop, also dieser Punkt.
wo Heilung braucht, genau dort bewegt sich im Augenblick auch Chiron. Das heißt, dieser Transit, wo sich im Augenblick momentan Chiron bewegt. Chiron bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Fischen, ist auch rückläufig im Augenblick. Erreicht den Punkt, wo in deinem Geburtshoroskop auch Chiron ist. Ein Chiron-Wiederkehr und aktiviert diesen Punkt. Und jetzt braucht man hier eine Heilung. Was bringt die Heilung im Tierkreiszeichen Fischen? Die Heilung bringt zum Erkennen, dass die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen. Es ist ein südlicher Fisch und ein nördlicher Fisch. Das Problem ist, dass die beiden Fischen in verschiedenen Richtungen schwimmen. Und hier treffen eine klare Entscheidung in unserem Leben, welche Richtung schwimmen wir, links oder rechts, mit dem südlichen Fisch oder mit dem nördlichen Fisch. Und es ist ein großer Unterschied, weil in einer Richtung ist das Glauben, das Vertrauen, Vertrauen an Wasser, Vertrauen an Gott, an uns selbst, Vertrauen an das Leben, dass das Leben trägt uns und lassen uns mit diesem Wasser, das trägt uns. Und das bedeutet, das schwimmt alles auf uns zu. Und das ist ein großer Reichtum. Die andere Richtung bedeutet, ich habe Angst vor Leben. Ich kann nicht schwimmen. Ich vertraue mir selbst nicht. Und dann kommt die Selbstmitleid. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Angst. Und dann schwimmt man gegen den Strom und die Ängste werden immer größer. Und es liegt an uns selbst, in welche Richtung wollen wir überhaupt schwimmen. Und das hat bei dir schon eine Bedeutung, weil es gibt einen Stern, Alpberg, und dieser Stern, Alpberg, verbindet die beiden Fischen. Den nördlichen Fisch mit dem südlichen Fisch. Und dieser Alpberg hat einen Einfluss auf dein Geburtshoroskop, aber das später nur mal am Rande zum Erwähnen, das werde ich später noch erklären. Also die Fischen haben bei dir eine Bedeutung, weil das ist deine Heilung, erkennen oder eine Entscheidung treffen, welche Richtung schwimme ich in mein Leben. Und dazu muss das Element Wasser vertrauen. Und das sind die Gefühle, die Intuitionen, die Visionen, die einfach das oder die Gefühle wahrzunehmen oder etwas mal fließen lassen. Die dritte Wasserelement ist die Tierkreiszeichen Krebs und das bedeutet Geburt von etwas. Also nicht nur unserem Geburt symbolisiert, sondern alle Neuanfang, alle Tätigkeit hat eine Vorbereitungsphase. Das können wir mit einer Geburt vergleichen. Und das sind diese Reifungsprozesse im Leben und auch die richtige Augenblick erkennen, wann starten wir etwas. Das sind diese neue Geburt, das ist schon Krebseigenschaften. Und bei dir, die Tierkreiszeichen Krebs ist eingesperrt und wartet, befreit zu sein. Und das ist im Tierkreiszeichen, also die Tierkreiszeichen Krebs im Haus 7 und das ist die Partnerschaft. Das heißt, an die Partnerschaft vertrauen oder auf die Ehe vertrauen und auch das richtige Vorbereitung sein. Das muss reifen oder reifen lassen, bis das Früchte trägt oder die richtigen Augenblicke zum Erkennen. Aber Krebs bedeutet auch Familie, eine Familie gründen, die Familien leben
Und da ist eine gewisse Sperre, vielleicht durch Ängste oder schlechte Erfahrungen, kann auch sein. Und es wartet darauf, das auch befreit zu sein. Also das ist für die Tierkreiszeichen Krebs. Also das ist die Tierkreiszeichen Krebs im siebten Haus. Und dieser Tierkreiszeichen Krebs im siebten Haus wartet, befreit zu sein. Und gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock ist auch eingesperrt. Und in Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich Mars. Und Mars kann eine männliche Person sein. Und in dem Sinne, dass beides, auch die Partnerschaft, auch das männliche Person ist eingesperrt und wartet, befreit zu sein, alles im Fluss zu bringen, oder die Tierkreiszeichen Krebs ist eingesperrt im siebten Haus. Und das bleibt aber nicht so, weil das kann man befreien. Einfach bewusst damit wahrnehmen. Thematik, Partnerschaft, Liebe. Da braucht man Befreiung oder einen Freiraum, das etwas im Fluss zu bringen. Und gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Steinbock im ersten Haus. Und das ist dein persönlicher Bereich. Und da ist auch eine gewisse Sperre. Und hier im Steinbock befindet sich Mars. Mars hat mehrere Bedeutungen. Das kann eine männliche Person sein, das kann natürlich auch die Partnerschaft, die Partner sein. Und das wartet auf eine Befreiung, ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern ein Bezug dazu zu gewinnen. Und ich vergleiche das mit dem Vergangenheit. Das hat mit dem alten Karma was zu tun. Und das bedeutet, dass du in alten Karma oder alten Leben oder Vergangenheit Verletzungen hast in Partnerschaft, Verletzungen von männlichen Personen und du traust etwas nicht zu oder du vertraust die Partnerschaft nicht oder der Mann nicht und davon sollst du befreien, ein Vertrauen schenken oder das im einfach geschehen lassen, dass das von selbst sich ergibt, einfach fließen lassen. Du brauchst dieses Vertrauen, dieses Flussvertrauen. Mars hat aber nicht nur mit einer männlichen Person zu tun im Horoskop, sondern das ist das Kraft. Und diese Kraft brauchen wir Frauen auch. Kraft, uns durchzusetzen im Leben, Kraft uns zu beweisen. Astromedizinisch ist es unsere Muskulatur. Hat auch mit Bewegung etwas zu tun, mit Sport etwas zu tun, etwas in Bewegung setzen. Und das ist bei dir im Steinbock eingesperrt. Das heißt, es ist für dich nicht einfach, ich könnte es sogar sagen, schwierig, dir persönlich dich beweisen, dich durchsetzen im Leben. Natürlich bist du sehr stark waagebetont, weil da liegt die alte karmischen Erfahrungen. Und die Waage ist harmonisch, auch Venus betont, man möchte niemand verletzen und da ist die Hund begraben. Das heißt, du neigst dazu, nachzugeben, oder kannst nicht Nein sagen, nur dass es harmonisch bleibt, dass du niemand verletzt. Und so bleibt diese Mars-Energie eingesperrt. Und du brauchst diese Befreiung, mal einfach mal deine Meinung zu sagen oder dich mal durchsetzen oder mal Nein zu sagen. Und hier im Steinbock, das ist für dich sehr schwierig. Und dann kommen wir zu den aufsteigenden Mondknoten im Tierkreiszeichen wieder, dein Neuland, deine neue karmische
Erfahrungen oder Lernaufgabe hat auch mit Mars etwas zu tun, weil über die Tierkreiszeichen Widder herrscht der Planet Mars. Also hier zweimal ist es betont. Einmal die Neuland ist für die Tierkreiszeichen Widder und da sollte man auch mit Mars-Energie ein bisschen näher beschäftigen, weil Mars ist die Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Widder. Und hier in dein Geburtshoroskop, in deinem persönlichen Bereich, weil die erste Haus ist schon die persönlichen Bereich, ist die Mars eingesperrt. Das heißt, es wartet, befreit zu sein. Und es ist jetzt nicht in erster Linie mit Mann zu tun, sondern mit deiner Kraft zu tun. Mal Kraft zu zeigen. Manche sagen, das könnte aggressiv wirken oder Mars wird oft mit Gewalt verwechselt. Es hat mit Gewalt und Aggression nichts zu tun. Das ist das Stärke am Leben oder diese Kraft, zu dir selbst zu stehen und dich durchsetzen im Leben, diese Kraft zu haben. Wenn du das persönlich verinnerlichst und kannst auch, mit Sicherheit hilft das in Partnerschaft. Vielleicht braucht die Partnerschaft deine Kraft, dass du dich mal durchsetzt oder mal ein bisschen lauter bist oder zu dir selbst stehst oder dich oder mal Nein sagen kannst oder mal im Allgemeinen, wenn du das für dich lernst, hast Vorteile im Leben. Erstes Mal hast du andere Auftreten oder zeigst du mehr Stärke im Leben, aber hilft auch bei deiner Partnerschaft, weil gleichzeitig befreit auch dein Krebs im siebten Haus die Partnerschaft. Dann zurück noch zu deinem Mond. Wie ich schon sagte, das war kurz nach Halbmond und dieser Halbmond ist eine gewisse Herausforderung und brauchen wir einen Ausgleich. Und zum Glück, also dein Glück ist, und das erlebst im Leben immer wieder, dass du immer weitere Schritte machst, wenn eine Herausforderung kommt in dein Leben. Und nochmal etwas, was die Mondenergie beeinflusst, und das ist die Jupiter. Du hast Mond- und Jupiter-Konjunktion in dein Horoskop im Tierkreiszeichen Jungfrau. Was bedeutet das? Jupiter ist das große Glücksplanet. Also, wenn du deinen Gefühlen bewusster wahrnimmst und vieles in dein Leben nach Gefühl handelst, hast du großen Glück. Die Nachteil ist von Jupiter, und es kann auch passieren, Jupiter ist das größte Planet in unserem Sonnensystem und Jupiter dehnt sich aus. Das bedeutet, mit Jupiter-Energie neigen wir dazu, etwas zu übertreiben. Und du als Schützengeborenen bist mit Jupiter sehr vertraut, weil Jupiter ist die Herrscherplanet über die Schützen. Also hast du hast einen persönlichen Bezug zu diesem Planet Jupiter. Und Jupiter wirkt in deinen Emotionen. Wenn du als Schützen geboren oder sowieso unter Jupiter Einfluss stehst, deinen Gefühlen etwas übertreibst, das kann ein Nachteil sein. Aber wenn du in positiven Seiten erlebst die Jupiter-Wirkung und sagst, das kann mein Glück sein, wenn ich meinen Gefühlen lebe und verlasse ich ein bisschen die Jungfrau-Eigenschaften, dieser Kopf, dieser Denken, diese alles verstehen zu wollen, sondern ich lasse es einfach mal geschehen,
dann hast du eine große Reise in deine Emotionen und das ist dein Glück. Das ist auch wieder wie eine Art Befreiung. Diese Mond- und Jupiter-Verbindung im Tierkreiszeichen Jungfrau, die wirken zusammen, wenn sie miteinander verbunden sind, hat einen Kontakt zu Saturn. Und dieser Kontakt zu Saturn wirkt aber auch. Also dein Mond und dein Jupiter, wo zusammenwirken, weil sie eine Konjunktion bilden, sie treffen sich im Tierkreiszeichen Jungfrau, hat eine Verbindung zu Saturn im Widder. Es verbindet sich Jungfrau mit Widder. Die beiden stören sie sich nicht, aber sind ein bisschen fremdartig. Und diese Fremdartigkeit ist spürbar und Saturn natürlich erteilt wieder eine Lernaufgabe. Und diese Fremdartigkeit, astrologisch nennt man das als Quinkungsaspekt, diese fremdartige Verbindung zwischen Jungfrau und Widder ist die Unsicherheit, diese Hin- und Hergerissenheit, die Unsicherheit. Und da brauchst du eine gewisse Stabilität in deinen Emotionen. Und weil Saturn beeinflusst das Ganze, hier hast du eine Lernaufgabe. Auf deinen Gefühlen achten, kein Hin und Her, sondern fühl diese Stabilität. Manchmal alles so geschehen lassen im Leben, ohne das zu analysieren oder ohne, dass man das unbedingt verstehen muss, das ist ein Vorteil, weil dann kommt etwas im Fluss und es befreit dich auch. Und wenn das um Entscheidungen geht, sei mutig, spontan und kein Hin und Her, das schafft dir, in die Mitte zu kommen. Dann schauen wir nochmal etwas an. Das gesamte Horoskop könntest du so vorstellen wie ein Baum. Und ein Baum hat auch Wurzel und da steht fest. Das ist der feste Boden, verwurzelt zu sein. Und dann wächst dieser Baum und dieser Baum hat eine Krone und diese Krone dehnt dich aus. Diese Verwurzelung, der tiefste Punkt im Horoskop, hat auch eine Bedeutung. Da ist die Sicherheit, Stabilität, Verwurzelung. Und diese Verwurzelung findest du im Tierkreiszeichen wieder. Und das ist dein Neuland. Und das bekommst du nicht von anderen Personen. Das ist nicht die Elternhaus, das ist nicht die Partnerschaft, sondern das bist du selbst. Du selbst verankerst du dich. Und wenn du das spürst, die sichere Boden unter deinen Füßen, was für dich die wieder ein gewisser Neuland ist, dann dehnt sich dieser, dann wächst dieser Baum, dehnt sich aus und natürlich dieser Baum trägt auch Früchte. Und die Krone, das ist die Tierkreiszeichen Waage und da bist du sowieso vertraut, weil da hast du die Erfahrungen, da sind deine Talente, deine Fähigkeiten und das trägt Früchte, das bringst du auch im Glanz und das ist die Kunst, die Schönheitssinn, die Gerechtigkeit, all das sind deine großen Talente. Und dann dehnt sich diese Baum. Das ist auch die Berufung, die Anerkennung im Leben. Und das ist für dich nicht schwierig, weil da bist du vertraut. Das ist die Waage. Und nicht nur das, sondern hier befindet sich auch Venus. Also du liebst deine Berufung. Da könntest du das alles im Glanz zu bringen, zum Erfolg zu bringen. Da hast du auch das Glück und es dehnt sich aus und es strahlt. Aber wichtig ist, damit dieser Baum nicht umkippt,
dass das feste Boden steht und verwurzelt ist, und das kannst du von niemand erwarten, außer dir selbst. Dann nochmal etwas. Es gibt Energiepunkte im Horoskop. Ein solcher Energiepunkt ist das Glückspunkt. Ich könnte sagen, Fortuna, die große Glück, befindet sich bei dir im Jungfrau und bildet sich dieses Energiefeld in Verbindung zum Pluto. Der Pluto ist die innere Kraft, alles oder nichts. Konzentriert in Kraft zu bleiben. Und das ist die Quelle. Das ist aber die innere Kraft. Die innere Kraft. Und das ist sehr wichtig. Und in deinen inneren Kraft liegt das Glück. Weil da ist auch das Glückspunkt. Und der Bereich, wo das wirkt, das ist die Wandlung. Das heißt, wie ich schon sagte, diese Mars-Energie, auch Kraft, durchsetzen im Leben. Aber das ist so sichtbar, weil mit Mars-Energie bewegen wir etwas oder bewegen wir uns. Aber diese Pluto-Kraft, diese inneren Kraft, das ist in uns selbst. Und das ist ein großes Glück. Also hol das raus, deine inneren Kraft, bring das im Ausdruck, verbinde das mit Mars. Und dann bist du im Skorpion-Energie und dann wanderst das alles und das ist dein großes Glück. Und Pluto oder dieses Skorpion-Haus ist auch die Reichtum auch. Und ich war mal neugierig und ich habe auch die Reichtum-Energiefeld berechnet. Das kann man berechnen, solche Energiefelder im Horoskop. Also ich war neugierig, ich habe den Reichtum berechnet. Und dein Reichtum liegt im Waage. Und in die Nähe von Venus. Und das bedeutet, deine Berufung zu leben. Deine Kreativität im Glanz zu bringen. Und das in Öffentlichkeit bringen, das ist dein Reichtum. Also diese Wageneigenschaften, die alte Karma, das muss nicht verabschieden oder loslassen, sondern die Talente liegen da. Also deine Talente, was du von karmisch schon mitgenommen hast, deine Kreativität, dein Harmoniebedürfnis, dein Schönheitssinn, die Kunst überhaupt oder dein Gerechtigkeitssinn, all das ist dein Reichtum. Und das könntest verwirklichen, im Glanz zu bringen, erfolgreich zu sein und vielleicht auch finanzielle Vorteile zu haben. Jetzt schauen wir an die Einflüsse von Sternbilder, weil hier bis jetzt haben wir über Sonne, Mond und Erde und die Planeten beschrieben in bestimmten Lebensbereiche. Und jetzt als nächster Schritt schauen wir mal an die Sternbilder. Wie wirken die Sternbilder auf dein Geburtshoroskop? Dein Aszendent, das ist dein Geburtsmoment. In diesem Bereich wirkt ein Sternbild der Schlangenträger. Ich erzähle kurz die Geschichte, weil das solltest du so persönlich verinnerlichen. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als der Sohn von Sonnengott Apollo und wurde die Erziehung von Chiron. Und Chiron war der große Heiler und diese Heilung, diese Heilwissen hat Chiron an diesem Schlangenträger beigebracht. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Art. Also nochmal, das ist ein Sternbild und dieses Sternbild heißt Schlangenträger. In Mythologie ist dieser Schlangenträger Asklepios, der himmlische Arzt, der Sohn von Sonnengott Apollo. Sein großer Lehrmeister war Chiron und hat das Heilwissen beigebracht. Und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Dann passierte Folgendes. Es gab ein Kind, das war
der Sohn von einem König. Und dieses Kind ist ein Honigtopf reingefallen und war schon am Sterben. Und Asklepios hat das Kind geheilt. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte das Gift an sich, die andere Schlange trägte die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit Gift oder heilt das Kind mit Heilkräuter? Natürlich war das eine wichtige Entscheidung, es ging um Leben und Tod. Und wenn Asklepios mit dem Gift probiert hätte, dann wäre das Kind gestorben. Also Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind mit dem Heilkräuter geheilt. Und dieses Sternbild wirkt auf deine Persönlichkeit. Das bedeutet, übersetzt auf dein Horoskop oder dein Leben, du bist immer wieder in einer Situation im Leben, wo du wichtige Entscheidungen treffen musst. Vielleicht geht nicht um Leben und Tod wie bei Asklepios, aber sind schon wichtige Entscheidungen. Dann kommt deine vage Eigenschaften dazu. Auch wenn du nicht im Tierkreiszeichen Wagen geboren bist, aber das sind deine alte karmische Erfahrungen, da bist du vertraut. Und das ist sehr schwierig. Dann ist man so hin und her, soll ich nicht. Das ist die eine. Dann dein Venus, deine Schönheit, deine Harmonie ist auch im Waage. Das heißt, du neigst dazu, ja, niemand zu verletzen. Und das erschwert auch die Entscheidungen. Das ist die eine Botschaft von diesem Geschichte. Die zweite Botschaft hat eine symbolische Sprache. Wenn da zwei Schlangen kommen, und die eine trägt das Gift und die andere die Heilkräuter, das heißt Begegnungen mit Menschen. Und wenn jemand mit Gift kommt, weil lügt zum Beispiel, dann wird das immer verpackt. Verpackt honigsüß. Und dann versteht man diese Geschichte, warum ist das Kind in den Honigtopf reingefallen. Das heißt, wenn wir glauben an den honigsüßen Worten und oft verbergt sich da Lügen, dann sind wir ein Kind und fallen wir in diesem Honigtopf und dann brauchen wir Heilung. Und diese Lebenssituation hast du immer wieder mal in dein Leben. Das bedeutet mit anderen Worten, sei vorsichtig. Und achte immer drauf, wo liegt die Wahrheit, was erzählt, was darfst du glauben, wen sollst du überhaupt vertrauen, ich nenne mal Schlange, aber das ist jetzt so undankbar, dieses Wort. Aber jetzt gehen wir zu dieser Geschichte zurück, bei dieser Geschichte von Asklepios. Das sind zwei Schlangen. Die eine ist die Heilkräuter und das hilft und das ist vorteilhaft. Andere ist das Gift. Und hier Entscheidungen, richtige Entscheidungen treffen, trifft dich persönlich, weil genau das Stammbild verstrahlt, beeinflusst dein Aszendent, also dich persönlich. Gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Zwilling, und das ist der Seelenpartner, und in diesem Bereich sind die Tierkreiszeichen Zwillings geboren. Hier ist die Zwillinge, die eine ist Pollux, andere ist Castor. Die Geschichte dazu mal ganz kurz, sonst ist die Aufnahme viel zu lang. Die Geschichte für die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen. Die Mutter heißt Leda. Leda ist die Königin von Sparta und wurde schwanger von ihrem Ehemann, von dem spartanischen König. Aber Zeus, der Himmelsgott, war auch verliebt an Leda und verwandelte sich als Schwan, und Leda wurde von Zeus auch schwanger und gebar die beiden Zwillinge, Pollux und Castor. Die eine hat eine menschliche Herkunft, das ist die spartanische König, und die andere hat eine göttliche Herkunft, das ist Zeus. Und so vereinen sich hier die Zwillinge. Und die
Beide Zwillinge sind miteinander verbunden. Die eine ist dieser menschliche Teil, andere ist mehr die höheren, dieser göttliche, das ist die Bewusstsein. Also das symbolisiert die menschliche Bewusstsein, verbunden zu sein mit dem Schöpfung oder mit dem göttlichen, also einem höheren Bewusstsein. Es ist nicht dein persönlichen Bereich, also das trifft dich nicht persönlich, das trifft die Partner. Da achte auch bewusst daran, wie wählst du die Partner aus oder wie lebst du die Partnerschaft. Da braucht man ein Wachstum, eine höheren Bewusstsein oder ein Partner, wo dieses Bewusstsein hat. Also das ist, was dich so widerspiegelt diese Geschichte im Partnerschaft. Nicht nur die Zwillings befindet sich im Deszendent, sondern das Stammbild Orion auch. Und dieser Orion ist der himmlische Jäger. Und dieser himmlische Jäger war von sich sowas überzeugt, dass alle Tiere natürlich töten kann oder jagen kann, bis dann die Skorpion kann und sagte, also mit mir nichts, Orion, also mich kriegst nichts hin. Und die Skorpion hat Orion gebissen und das war der Untergang von Orion. Also die Skorpion hat sich nichts gefallen lassen von Orion. Und das ist die Jäger. Ich weiß nicht deine Liebesbeziehungen. Hast auch nichts geschrieben über Liebe, Partnerschaft. Aber astrologisch, vielleicht neige ich mal dazu zum sagen, vielleicht neigst du dazu, so Typ Männer aussuchen in dein Leben, die große Jäger sind und das verletzt dich auch. Und dann erlebst du diese Biss. Und das ist wieder zurück zum Zwillingen. Gibt's zwei. Eine, was dich nach unten zieht, andere, wo dich dann aufbaut und höher bringt. Und da achte drauf, sei wählerisch, was die liebe Partnerschaft betrifft. Und die Partner soll zu dir stehen und kein Jäger zu sein. Und soll dich aber auch nicht runterziehen, sondern die soll dir die Leichtigkeit geben. Das ist vielleicht so von astrologisch so ein Hinweis auf die Partnerschaft. Deine Sonne hat auch einen Einfluss von einem Stern, Graphias. Graphias, das ist ein Stern im Tierkreiszeichen Skorpion, wirkt aber in diesem Bereich Schütze, wo deine Sonne befindet. Das ist das Kopf des Skorpions und wird das so beschrieben, im Gedanken machen, wen du vertrauen kannst oder nicht vertrauen kannst. Also erkenne deine Feinde. Also das ist jetzt nicht so meine Idee, sondern die alten Astrologen haben diese Stern so beschrieben. Also immer Gedanken machen, wen kannst du vertrauen und erkenne deinen Feinden. Und das ist ein Hinweis auf dein Sonne. Und Sonne ist die Klarheit, das Auge auch. Also hier im 12. Haus mal hinter den Kulissen zum Schauen und die verborgenen Dinge erkennen oder was passiert hinter deinem Rücken. Also erkenne auch deinen Feinden und sei ein bisschen vorsichtiger in dein Leben. Auf deine Glücksenergie, wo Fortuna wirkt, mit Pluto zusammen, das was in dein Leben eigentlich sehr viel Glück auch bringt, auch die Reichtum, wie ich schon sagte, wirkt auch ein Stern der Nebula. Und dieser De Nebula ist ein Stern von Löwen. Also De Nebula befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Wirkt zwar im Bereich Jungfrau, aber gehört noch im Stammbild Löwe. Die alten persischen Astronomen oder Astrologen, damals war es noch eins, beschreiben diesem Stern der Nebula einen Wechsel. Und hier geht es um Glück und deine innere Kraft. Also wenn du deine innere Kraft entdecken möchtest und Glück möchtest in dein Leben und es auch umsetzen in Realität, das wäre die Jungfrau,
Achte darauf, dass du ein bisschen auf dem Löwe-Eigenschaften eingehst und das soll bei dir ein Wechsel sein. Und dann sind wir wieder zurück, was ich Anfang gesagt habe, dass du gerade mit deinen Lebensschritten in die Bodentierkreiszeichen Löwen bewegst. Das heißt, du hast eine 7-Jahren-Periode, eine Lebensphase, wo die Löweneigenschaften an dir entdeckst oder die Löweneigenschaften helfen dir gerade erfolgreich zu sein im Leben. Das heißt, dich in Mitte zu stellen, dich im Glanz zu bringen, selbstbewusst zu sein und ein Auftreten, ein selbstbewusstes Auftreten zu haben. Und dieser Nebula sagt auch, du brauchst einen Wechsel gerade. Also blick zurück von Tierkreiszeichen Jungfrau, wo dein Mond, auch dein Jupiter, auch dein Pluto und auch dein Glückspunkt befindet. Blick ein bisschen zurück im Löwe, von Jungfrau zurückblicken auf die Löwe. Das hilft dir, dieses Glück zu erlangen und nicht umsonst bewegst du dich gerade in diesem Boden Löwe. Auf dein Reichtumspunkt, das habe ich ausgerechnet, dieser Energiefeld Reichtum, hast du auch ein Stern, wo das wirkt in diesem Energiefeld und dieser Stern heißt Algorab und diese Algorab befindet sich im Sternbild Rabe und das bedeutet die Wahrheit suchen oder Lügen aufdecken. Also das wäre für dich ein Thema sein, was dir Glück bringen kann, wenn du das, es befindet sich in deinem beruflichen Umfeld. Also wenn das beruflich umsetzen kann, die Wahrheit zu suchen oder Lügen aufdecken, das könnte dir ein Vorteil sein. Und da erzähle ich auch die Geschichte dazu, die Rabe. Apollo, der Sonnengott, sagte zu den Raben, flieg zu Brunnen, hol frische Wasser zum Zeus. Hier ist der goldene Krug, das ist der goldene Kelch. Und mit diesem goldenen Kelch flieg zu diesem Brunnen. Aber beeile dich. Die Rabe fliegt davon und unterwegs findet ein Feigebaum. Und die Rabe möchte von diesem Feigebaum etwas essen. Aber die Feige ist noch nicht reif. Und die Rabe wartet und wartet, bis die Feige reif waren und hat von die Feige gegessen und dann flieg weiter zu dem Brunnen, hat die frische Wasser geholt, diese Quellwasser und kehrte zurück zu Apollo, zu dem Sonnengott. Und Apollo fragte dann die Raben, wo warst du denn so lange? Ich habe zu dir gesagt, du sollst dich beeilen. Und dann sagt die Rabe, ja, weißt du denn, da unterwegs war diese Wasserschlange, diese Hydra und sperrte mir den Weg und jetzt kam ich ein bisschen später, kein Ton über die Feigenbaum. Aber Apollo entdeckte die Lügen. Und als Bestrafung setzte Apollo die alle im Sternbild, auch die Rabe, auch des goldenen Becher und auch die Hydra, diese Schlange, diese Wasserschlange. Und die Rabe muss immer die Wasserschlange anschauen und auch diese goldenen Becher anschauen, dass er immer wieder erinnert auf seinen Lügen. Und hier ist die Wahrheitssuche oder vielleicht Vorsicht, Vorsicht von Täuschungen, von Lügen. Oder die Augen öffnen, klug zu sein wie Apollo, die Sonnengott, wo diese Lüge entdeckt hat, also aufgedeckt hat. Und diese Aufdeckungsarbeit, weil das befindet sich bei dir im beruflichen Umfeld, diese Aufdeckungsarbeit kann für dich etwas Hilfreiches zu sein beruflich. Dein Venus, deine Weiblichkeit, die Planet Liebe. Hast das auch im beruflichen Umfeld, also du hast diese Venus-Energie, was auch
Kunst und Kreativität bedeutet, auch im beruflichen Feld, hat auch einen Einfluss von Seginus. Dieser Seginus, dieser Stamm, befindet sich im Stammbild Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter bewacht und beschützt die großen Bären, die kleinen Bären oder große Wagen, kleine Wagen im Himmel. Und wird beschrieben, diese Stern, das ist die feinen Verstand. Und diese Stern ist das Glücksstern für Schriftsteller. Also alle, die mit Schriften arbeiten, haben diese Glücksstern. Und hier die Venus-Energie ist ein Kunst. Das heißt, du bist mit Schriften, mit schriftstellerischer Begabung, hast du noch zusätzlich diesen Einfluss von Seginus, das Glücksstern für alle Schriftsteller und das in deiner Berufung. Das heißt, das ist deine Berufung, Schriften, Bücher schreiben, etwas veröffentlichen und du hast die Talent, die Fähigkeit dazu und auch noch diese Glück auch, was diese Stern Seginus dir Glück bringt, das ist die Begabung. Dein Merkur, das ist der Planet für Kommunikation, für Sprache, etwas zu vermitteln, hat auch einen Einfluss von Sternen und das ist die südliche und nördliche Schale. Welche Schale ist das? Die Waageschale. Das Auswiegen, Abwiegen, Ausbalancieren. Und hier geht's um deine Sprache. Was sage ich? Wie sage ich? Sage ich überhaupt? Das ist dieses Feingefühl, da kommt wieder die Waage-Eigenschaften dazu. Und das Auswiegen geht auch um Gerechtigkeit auch. Dein Mars, das ist entweder eine männliche Person, wo du begegnest im Leben, oder deine Kraft, wie du dich umsetzt im Leben, wie du dich behauptest im Leben, hat auch einen Einfluss von einem Stern, Terebellum. Es ist zwar nicht korrekt gesagt, dieser Terebellum ist kein Stern, sondern eine Figur im Himmel. Es ist kein Sternbild, sondern eine Viereckfigur. Und Claudius Ptolemäus beschreibt diese Figur, man braucht Sicherheit, Stabilität. Und weil das mit Mars in Verbindung steht, kann sein, dass du die Sicherheit, Stabilität versuchst, eine männliche Person oder Partnerschaft zu holen. Oder deine Kraft einsetzen für Sicherheit, Stabilität, weil das ein großes Bedürfnis für dich ist. Aber Ptolemäus beschreibt noch weiteres, diese Figur, diese Terebellum, diese Viereckfigur bedeutet auch für die Einzelnen, durch schweren Weg kommt zum Glück. Also dein Lebensweg ist ein bisschen steinig, musst du dich oft behaupten im Leben. Hier geht es um Mars-Energie. Vielleicht hast du auch Themen mit Männern in jüngeren Jahren, aber die gute Botschaft ist, es führt zum Glück. Dann nochmal etwas. Die aufsteigende Mondknoten. Das ist die Drachenkopf, wie die indischen Astrologen sagen. Das ist die karmische Knoten, das Neuland, was man entdecken soll, wo man Erfahrungen machen. Bei dir befindet sich das im Tierkreiszeichen Widder. Das ist das Neuland. Und hier in diesem Mondknoten oder Drachenkopf ist auch ein Einfluss von Sternen und es ist ein Nebel. Und dieser Nebel heißt Vertex. Astronomisch sagt man das, das ist die Andromeda-Nebel. Und bei dieser Andromeda-Nebel ist ein Treffpunkt, ein Knoten. Viele, viele, viele Sterne bilden sich wie so eine Linie und hier in diesem Knoten, in diesem Punkt, in diesem Wertpunkt treffen sie sich die Einflüsse von Sternen in ein Knoten.
Und hier ist dein aufsteigender Mondknoten. Ich könnte sagen, die gordischen Knoten. Die gordischen Knoten zum Durchschneiden. Das ist die Geschichte von Alexander der Große. Er hat es einfach mit dem Schwert durchgeschnitten. Jeder hat Gedanken gemacht, wie löse ich diese Knoten? Was könnte ich machen? Und er hat die einfache Lösung angeboten und sagt, hier ist mein Schwert, schneide ich durch und die Knoten ist weg. Also oft sind die Lösungen einfacher, als man denkt. Hier hast du einen Knoten und hier hast du eine karmische Lernaufgabe und das ist die Nebel von Andromeda. Und wenn Nebel ist, dann ist er etwas undurchschaubar und unklar. Was ist dein gordischer Knoten in dein Leben, was in dein Leben undurchschaubar oder unsichtbar macht. Es ist benebelt, also man sieht nicht klar und deutlich. Und das ist die Geschichte von Andromeda. Andromeda war die Tochter von Cassiopeia. Cassiopeia war eine Königin. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen hörten, wie die Königin prahlt, und das hat ihnen nicht gefallen, haben sie sich beschwert bei Poseidon. Poseidon war das Gott des Meeres. Und Poseidon schickte die Walfisch, diese Meeresungeheuer im Königreich, die Königin zu bestrafen. Der Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. Und Andromeda war gefesselt. In die Nähe war Medusa, die furchterregende. Andromeda hat Angst gehabt. Und dann kam Perseus mit seinem Schwert und schneidete diese Fesseln. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt. Und dann kam Pegasus, die geflügelten Pferd, und die sind dann davongeritten bzw. geflogen. Das war ein geflügelten Pferd. Das war die Befreiung von Andromeda. Und hier in deinem Knoten, in deinem karmischen Knoten, ist dieser Nebel, Andromeda-Nebel. Also brauchst du dieses Blick zu haben, was hält dich gefangen? Andromeda hat die Ängste gefangen halten. Könnte ich vorstellen, dass bei dir auch so ist. Die Ängste sollst du befreien. Und dann kommt auch Perseus. Und die Lösung ist, wie die gordische Knoten, Alexander der Große, die Lösung fand. Einfach durchschneiden, einfach die Angst loslassen, verabschieden. Interessant ist, dass jetzt gerade Uranus in diesem Bereich bewegt. Das heißt, die jetzt bewegende Uranus im Tierkreiszeichen Widder löst in dein Horoskop die karmischen Knoten auf. Weil genau in diesem Punkt bewegt sich jetzt rückläufig momentan eine rückläufige Uranus. Und löst diese Knoten bei dir aus. Also das heißt, jetzt wäre die Zeit, da ein bisschen nachzudenken. Dann hast du die Lilith-Energie. Lilith ist kein Himmelskörper. Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn. Das ist der weiteste Punkt, was der Mond überhaupt erreicht, aus der Erde aus gesehen. Und dann dreht sich und nähert sich wieder zur Erde. Das ist ein Energiefeld. Und dieser Lilith-Energiefeld beschreibt unsere Wünsche, Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Visionen. Und oft haben wir Angst davon. Oder haben wir die Erziehung, da kannst du sowieso nicht. Oder das erreichst du eh nicht. Also oft kommen Einflüsse von außen. Und das ist bei uns dann geprägt und dann neigen wir dazu, Entschuldigungen zu finden. Ah, das kann ich eh nicht. Und man lehnt sich das ab. Das heißt, diese Sehnsucht
dieser Wunsch, dieser Traum, das meldet sich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber entweder haben wir Angst davon oder uns zu unerreichbar oder lehnen wir das ab. Und hier haben wir eine Lernaufgabe, das Zutrauen und sagen, doch, ich kann das, ich mag das, ich probiere mindestens mal aus. Und diese Lilith-Energie ist bei dir im vierten Haus, nennt man das. Das ist die Zuhause, das eigene Zuhause, die wohnliche Bereich. Natürlich im weitesten Sinne die Herkunft oder Elternhaus, aber später die eigene Heim. Und hier hast du eine große Sehnsucht, aber auch Angst davon. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Die Wunsch, die Sehnsucht, die Orientierung, aber doch lehnst du das ab. Also und hier bei Lilith-Energie ist wichtig, das bewusst wahrzunehmen und nicht weglaufen, sondern mal in die Augen schauen. Wenn diese Sehnsucht schon da ist und meldet sich immer wieder, mal einfach im Auge schauen. Und hier kommt auch ein Fixstern, wo das bestrahlt. Und dieser Stern heißt Fasies. Und das bedeutet, das ein Gesicht zu geben, in Form zu bringen. So hier hast du eine Lernaufgabe, dein Wunsch, ein Zuhause zu haben, ein eigenes Heim zu haben, ein eigenes Familienleben zu haben oder mal ein Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo dir Kraft gibt, dieser große Wunsch mal in Form zu bringen. Das in Gestalt zu bringen ist sehr wichtig. Und in welche Einflüsse stehst du gerade? Also jetzt in deinem persönlichen Bereich ist der Saturn-Einfluss und es wirkt noch bis Dezember 2017 und Saturn belehrt dich, sorgt dafür, dass ein karmischer Ausgleich da ist, dass du etwas in Form bringst und es geht auch um deine Persönlichkeit oder dein persönliches Bereich oder Leben. Diese Chiron-Energie, wo ich sagte, das ist ein Hinweis, was uns kränkt im Leben oder was schwächt uns im Leben, das ist jetzt gerade ein Wiederkehr, also aktiviert das, was dich gekränkt hat früher. Und da braucht man eine Heilung, also das aktiviert all Themen, wo dich gekränkt hat oder was dich schwächt. Und da braucht man hier und jetzt schon eine Heilung. Dann die karmische Knoten, diese karmische Lernaufgabe, wo auch diese Andromeda-Nebel befindet. Da hast du einen Uranus-Einfluss gerade und Uranus sorgt für Veränderungen und Umbrüche. Das heißt, in diesem Bereich kommen gerade Umbrüche, Veränderungen. Diese Knoten wird durchgeschnitten und wird Andromeda befreit und diese Andromeda bedeutet für diese Geschichte mal sinnbildlich dein Leben. Also du bist hier, wo dich etwas gefangen fühlt, gefesselt fühlt und wartet auf die Befreiung. Und das ist diese Umbrüche, Veränderungen gerade, was Uranus auslöst. Das ist der Planet für die Veränderungen und Umbrüche, dass du dich befreist jetzt gerade. Im Augenblick bewirkt Merkur-Energie viel in dein Leben, ist zwar im Augenblick rückläufig und kehrt wieder zurück im Tierkreiszeichen Löwe, aber dann dreht sich wieder um und dann ist wieder im Tierkreiszeichen Jungfrau und da hast du deinen Mond, deinen Jupiter, auch deinen Glückspunkt, auch dein Pluto und dann übergeht im Waage und da hast dein Venus. Also das heißt, in den nächsten Monaten stehst du ganz, jetzt ist zwar rückläufig, das ist ein gewisser Rückzug oder etwas mit der Vergangenheit, rückläufige Planeten lösen etwas aus von Vergangenheit auch, aber in den nächsten Monaten ist zum Erwarten, dass du Gespräche hast, Handlungen, Kontakte, wenn das dreht von Rückläufigkeit auf Vorwärtsbewegung, dann dreht sich auch etwas, kann auch sein, dass jemand von Vergangenheit wieder meldet. Also das ist mal in den kommenden Monaten die Einfluss. Mars
kommt auch, wird dein Mars, dein Mond begegnen, auch dein Jupiter begegnen, auch dein Pluto begegnen, später auch dein Venus begegnen und dein, also das heißt, die Mars-Energie nähert sich auch und löst etwas aus in die nächste Zeit, in den Geburtshoroskop. Das kann eine männliche Person sein, kann auch bedeuten, dass du etwas in Bewegung setzt oder Kraft zeigst. Und das sind die Termine. Also am 13. September bis 16. September 2017, also von 13. bis 16. September 2017 wirkt die Mars-Energie und berührt deinen Gefühlen, deinen Emotionen. Dann kommt die Kraft, die inneren Kraft vereint mit Mars-Energie, das die Kraft nach außen zu zeigen, auch dein Glück auch. Das wird im 10. Oktober 2017 sein. Dann bewegt sich Mars weiter und erreicht ein Geburts-Uranus. Das sind Umbrüche und Veränderungen. Kann auch eine männliche Person das auslösen. Das ist 20. und 21. Oktober 2017. Natürlich ein paar Tage plus minus ist erlaubt. Und dann nähert sich Mars zu deinem Venus. Und das ist definitiv Liebe, Partnerschaft. Und das wird am 18. November 2017 sein, wo Thema Nummer 1 Liebe, Partnerschaft wird oder eine Begegnung. Ich habe auch den Jahreshoroskop angeschaut und 2017, also 2017, wie wirkt das Jahr 2017? 2017 befindest du dich eine Wandlung und nimmst du deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Träume bewusst wahr. Dann hast du eine Lernaufgabe zu dir selbst zu stehen und auch deine Sprachbegabung in die Öffentlichkeit bringen, im Glanz zu bringen. Nicht nur dich selbst im Glanz zu bringen, sondern auch deine Sprachbegabung. Das sind Kontakte, Verhandlungen, Gespräche oder etwas Schriftliches, was du veröffentlichst. Dann ist wichtig auch zum Erkennen, eine gewisse Spannung entsteht in deiner beruflichen Situation und es ist wichtig, dass du dich da durchsetzt, also die Einflüsse von außen unterstützen nicht unbedingt auf deinen Erfolg, da hast du eine gewisse Herausforderung, aber du kannst selbst mit eigener Kraft dich durchsetzen oder die beweisen dann beruflich, auch wenn da Hindernisse da ist. Damit befreist du dein Mars-Energie. Das heißt nicht alles gefallen, sondern vertrete deine Meinung oder sag mal auch nein oder wenn du beruflich etwas vorhast, dann ist wichtig, das durchzusetzen und nicht immer das, was andere dir vorschreiben. Also zeig Kraft. Dadurch befreist dein Mars-Energie, kommst näher zu Widder-Energie, wo dein aufsteigender Mondknoten ist und bewältigst diese Hindernisse, was im beruflichen Umfeld da ist, weil jemand versucht, dir Stein im Wege zu legen und da kommst du zum Erfolg. 2018 wird schöner sein, ausgeglichener sein. Das heißt, dann kommst du schon im Glanz, bist von dir begeistert, da sind schon Veränderungen da. 2018 ist für dich ein beruflicher Erfolg, aber auch finanzieller Erfolg und bringst deine Ideen, wirst du deine Ideen verwirklichen und das ist wie eine Selbstdarstellung. Also das heißt, du hast 2018 Erfolg und auch mehr Geld. Und das war diese Beratungsvideo. So könnte ich dein Horoskop beschreiben. Und zum Schluss bedanke ich nochmal für diese Anvertrauen und ich danke schon für die Zuschauer.
Mein Name ist Dendera Susanna Medici.